Verehrte Damen und Herren, zur heutigen Montagsakademie heiße ich Sie willkommen. Was war sie? Mystikerin, Philosophin, Theologin, Gewerkschafterin, Marxistin? Die Denkerin des Glaubens, um die es heute geht, Simone Weil, blieb für ihre Mit- und Nachwelt schwer fassbar. Aus einer liberal-jüdischen Familie in Paris stammend, entdeckte sie bei sich bald Sympathien für das Christentum. Sie solidarisierte sich mit der arbeitenden Bevölkerung und verarbeitete mit kritischem Denken die Lehre des Karl Marx zu Positionen, die sich später bei den Vertretern der Frankfurter Schule wie Adorno oder Horkheimer fanden. Mir persönlich hat sich ein Zitat von ihr tief eingeprägt. Das Soziale unter der Aufschrift des Göttlichen, berauschende Mischung, die jede Willkür in sich schließt, der verkappte Teufel. Das sollten wir uns in Theologie und Kirche zu Herzen nehmen. Es besteht in weiten Kreisen der Hang, das Soziale, die Idee der Gemeinschaft, zu einem absoluten Gebot zu machen, zu einem quasi göttlichen Anspruch zu erheben. Und nur allzu oft kippt dieses Ideal der Gemeinschaft in eine Idolatrie des Kollektivs, in totalitäre Vereinnahmung. Simone Weil bewahrte sich den Abstand, der nötig ist, um das eigene Denken kritisch gegen totalitäre Denksysteme zu richten. Sie sind eingeladen, während des Vortrags Ihre Fragen unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einzusenden. Für die heutige Vorlesung darf ich eine Theologin herzlich begrüßen, die sich intensiv mit Simone Weil beschäftigt hat, Frau Dr. Elisabeth Therese Winter. Frau Dr. Winter wurde 1963 in Dillingen geboren. In Augsburg und Würzburg studierte sie katholische Theologie. Auch sie fühlte sich durch einen Ausspruch von Simone Weil angesprochen. Es war der Anstoß zur Gedankenwelt von Simone Weil, eine Dissertation zu erarbeiten unter dem Titel Weltliebe in gespannter Existenz. Auf der Grundlage dieser Arbeit erfolgte 1998 die Promotion an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. 18 Jahre lang gehörte Frau Dr. Winter dem Dominikanerinnenkloster Schlehdorf in Oberbayern an und wirkte unter anderem als Ordensreferentin am Institut der Orden in Mannheim. Nach ihrer Zeit im Orden übernahm sie Tätigkeiten in Pfarrei, Schule, Erwachsenenbildung, Klinikseelsorge in Murnau und Garmisch-Partenkirchen. Von 2013 bis 2020 war sie theologische Referentin in der Mitarbeiterseelsorge der Regens-Wagner-Stiftung, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und anderen Lebenseinschränkungen. Und seit 2020 arbeitet sie als theologische Referentin in der Frauenseelsorge des Bistums Augsburg. Liebe Frau Dr. Winter, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Ich sage herzlich Danke für die freundliche Begrüßung und freue mich, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf, zu Simone Weil, einer Frau, die mich schon viele Jahrzehnte begleitet und mit der ich mich intensiv beschäftigt habe.
Wie Professor Haslinger schon erwähnt hat, hat meine Beschäftigung mit Simone Weil auch einen persönlichen Bezug. Simone Weil, von der es einige Aufnahmen gibt, ich habe Ihnen diese mitgebracht. Und es war ein Zitat, das mir in einem Buch in die Hände fiel. Das Buch heißt Schwerkraft und Gnade. Diesen Titel hat mein Vater ab und zu einmal erwähnt und er war begeistert von den beiden Polen, die in diesem Titel zum Ausdruck kommen. Einerseits die Schwerkraft, die uns Menschen nach unten zieht und zum anderen die Gnade, die uns nach oben wachsen lässt. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Mensch. Und ich habe dieses Buch damals als Studentin willkürlich aufgeschlagen und bin bei diesem Zitat so sehr hängen geblieben, dass ich für mich gespürt habe, wenn ich je eine Doktorarbeit schreiben wollte, dann kann es nur Simone Weil sein. Das Schöne ist das, was man nicht ändern wollen kann. Sich einer Sache bemächtigen heißt sie besudeln. Besitzen heißt besudeln. Mit reiner Liebe lieben heißt in den Abstand einwilligen, heißt den Abstand anbeten zwischen einem selber und dem. Diese Erfahrung nicht nur zur absoluten Nähe führt, sondern auch zur Fähigkeit, in den Abstand einzuwilligen, das hat mich damals unglaublich Frau Winter, ich darf mich kurz einschalten. Ich glaube, wir haben ein technisches Problem. Sie sind zumindest bei mir im Bild eingefroren und man hört Sie auch nicht mehr. Vielleicht wäre es gut, sich neu einzuklinken. So, jetzt sind Sie wieder sichtbar. Ah ja, wunderbar. Also, Dankeschön und jetzt können wir wieder weiterfahren. Weitermachen, wunderbar. Die Biografie möchte ich Ihnen im Überblick kurz vorstellen. 1909 ist Simone Weil in Paris geboren, in einem wohlhabenden liberalischen jüdischen Familie. 1921 beginnt der extreme Kopfschmerz, der sie ein Leben lang begleiten wird und der für ihre Frau Winter, wir haben wieder das gleiche Problem. Jetzt wäre meine Bitte oder Frage, ob Sie sich mal aus der Konferenz ausblenden können und wieder neu einwählen können. So. 1931 wird sie Lehrerin in Le Puy und hier beginnt auch ihr gewerkschaftliches Engagement, das zu einer Strafversetzung nach Auxerre führt. 1934 nimmt Simone Weil ein Jahr unbezahlten Urlaub zu persönlichen Studien, das sogenannte Fabrikjahr. 1936 nimmt sie für einige Wochen am Spanischen Bürgerkrieg teil und wird dann der Zweite Weltkrieg beginnt, wird sie Probleme haben, weiter ihren Beruf auszuüben. In den Jahren 1937, 38 wird sie mehrere Italienreisen haben und dort unter anderem Rom, Assisi und Florenz wahrnehmen und dort prägende Eindrücke bekommen. Krankheitsbedingt wird sie immer wieder beurlaubt sein,
Und eine zentrale Erfahrung 1938 ist der Besuch der Abtei Solem zur Kar- und Osterwoche, wo sie einem maßgeblich wichtigen Gedicht begegnet, Love, vom metaphysischen Dichter George Herbert. In diese Zeit dann fällt die allmähliche Hinwendung zum Christentum und wird sie mit mystischen Erfahrungen konfrontiert, die in ihr ein neues Denken, Suchen und Glauben auslösen. Als während des Zweiten Weltkriegs Paris zur offenen Stadt erklärt wird, müssten die Eltern und sie nach Marseille flüchten, von wo aus sie dann in die USA ausreisen werden. In diese Zeit in Marseille fällt eine ganz zentrale Begegnung für sie mit dem erblindeten Dominikaner Jean-Marie Perrin, ihr geistlicher Freund, Gesprächspartner und Berater. Anschließend verlässt sie 1942 zusammen mit der Familie über Algier Frankreich und kommt in New York an und merkt schon auf dem Schiff, wie schwer ihr es fällt, das eigene Heimatland zu verlassen. Kaum angekommen in New York, kehrt Simone Weil der Familie den Rücken und versucht, auf jedem erdenklichen Weg zurückzukehren nach Europa. Sie kommt 1943 in England an, von wo aus sie dann als Partisanin nach Frankreich zurückkehren will, um dort für ihr Volk etwas zu tun. Leider ist ihr das versagt. Sie erlebt noch einige Monate in England und stirbt im August 1943. Als Todesursache wird genannt Herzversagen infolge Herzmuskelschwäche verursacht durch Hunger und Lungentuberkulose. Simone Weil ist beigesetzt auf dem Friedhof von Ashford in Kent. Soweit einmal die nackten Zahlen. Ich möchte Sie jetzt gerne einführen in das Leben von Simone Weil. Sie ist 1909 geboren, als zweites Kind des Ehepaares Selma und Bernhard Weil in Paris. Der Vater ist ein angesehener Arzt und so lebt Simone mit ihren Eltern und mit ihrem Bruder André, der 3 Jahre älter ist als sie, in gut situierten Verhältnissen. Schon früh wird die außergewöhnliche Intelligenz beider Weil-Geschwister beschrieben. Mit 3 Jahren zeigt Simone bereits eine große Schlagfertigkeit und Gewandtheit. Es wird erzählt, dass André der kleinen Schwester schon sehr früh Lesen und Schreiben beigebracht hat, dass die beiden sich Racine-Verse abgefragt haben, dass sie miteinander Mathematik trieben, lange bevor Simone in die Schule gekommen ist. Frühreife Kinder, die aber von einer außergewöhnlichen Begabung waren. Die Geschwister leben so in ihrer eigenen Welt. Simone wird immer auch Märchen und Geschichten lieben und wird auch als erwachsene Frau Mythen der Kulturen und Religionen sammeln, weil sie darin ein Stück Wahrheit und Lebensweisheit erkennt. Mit 10 Jahren schreibt sie bereits ihr eigenes Märchen, die Feuerkobolde. Neben dieser besonderen Intelligenz beschreiben ihre Biografen einen weiteren Grundzug ihrer Kindheit, nämlich den Hang zur Revolte. Es wird erzählt, dass sie, als die beiden Geschwister einmal Gepäckstücke tragen sollten und man ihr als kleineren Tochter das leichtere Gepäckstück übertrug, sie so lange gebockt hat und abgewehrt hat, bis man ihr die gleiche Last wie dem Bruder auferlegt hat. Was so wie purer kindlicher Trotz wirkt, ist im Grunde aber eine ganz große Willensstärke, nämlich das Ziel, das sie einmal als richtig erkennt, zu verfolgen und nachzueifern. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist sehr innig und vertraut und wird ein Leben lang auch bleiben. Obwohl sie jüdischer Abstammung ist, wächst Simone nicht in einem religiös geprägten Elternhaus auf. Allenfalls durch die Großmutter erlebt sie etwas von jüdischen Festen und Ritualen. Im Elternhaus selber ist es eher liberal und Simone wird später sagen, dass sie im agnostischen Geist aufgewachsen ist. Das heißt, religiöse Fragen, Glaubensfragen, die Gottesfrage spielte in der Erziehung keinerlei Rolle.
1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wird Dr. Bernhard Weil eingezogen und so kommt die Familie immer wieder an unterschiedliche Einsatzorte, was zur Folge hat, dass Simone keinen geregelten Schulunterricht hat. Erst als sie schon 10, 12 Jahre alt ist, beginnt sie mit dem regulären Schulbesuch. Und in diese Zeit, Simone ist gerade 12 Jahre alt, fällt der Beginn ihrer extremen Kopfschmerzen. Es sind Migränen, deren Ursache nicht ganz eruierbar ist, die sie aber ein Leben lang begleiten. Mit dem Eintritt in die Pubertät bahnt sich bei ihr eine erste existenzielle Krise an, die sie Jahre später rückblickend in einem Brief an den Dominikanerpater Perrin folgendermaßen beschreibt. Und ich glaube, in diesem Text kann man schon sehr schön sehen, wo sie innerlich schon in jungen Jahren stand und welche inneren Kämpfe sie ausgefochten hat. Sie schreibt: Mit 14 Jahren verfiel ich einer jener grundlosen Verzweiflungen des Jugendalters und ich wünschte ernstlich zu sterben, wegen der Mittelmäßigkeit meiner natürlichen Begabungen. Die außergewöhnliche Begabung meines Bruders, dessen Kindheit und Jugend sich mit derjenigen Pascals vergleichen lässt, zwang mich, mir dessen bewusst zu werden. Nicht das schmerzte mich, auf äußerliche Erfolge verzichten zu müssen, sondern dass ich niemals hoffen durfte, den Zugang zu jenem transzendenten Reich zu finden, zu dem einzig die echten großen Menschen Zutritt haben und in dem die Wahrheit wohnt. Es ist ein Gedanke, der Simone Weil schon in jungen Jahren begleitet, diese Suche nach Wahrheit, le bien absolu, das auch unter dem Namen der Schönheit, der Tugend oder jeder Art des Guten für sie ein erstrebenswertes Ziel war und nach dem sie sich gesehnt hat. Und sie schreibt: Nach Monaten innerer Verfinsterung empfing ich plötzlich und für immer die Gewissheit, dass jedes beliebige menschliche Wesen, selbst wenn es so gut wie keine natürlichen Fähigkeiten besitzt, in dieses dem Genie vorbehaltene Reich der Wahrheit eindringt, sobald es nur die Wahrheit begehrt und seine Aufmerksamkeit in unaufhörlicher Bemühung auf ihre Erreichung gerichtet hat. Das ist schon mal ein zentraler Gedanke bei Simone Weil, dass sie sagt, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand meiner Sehnsucht, meines Begehrens ausrichte und ausharre in Geduld, wird sich mir eines Tages dieser Gegenstand schenken. Und sie schreibt: Damals aber hatte ich das Evangelium noch nicht gelesen. Die Jugend- und Studienjahre sind geprägt von ihrer Entscheidung für die Philosophie. Simone Weil schließt ihr Studium am Lycée Henri IV in Paris ab. Ein prägender Lehrer für sie wird Aimé Chartier, Pseudonym Alain, der sie einlädt und animiert, selber kleine Texte zu verfassen. Und Simone Weil ist Zeit ihres Lebens eine große Schreiberin. Es ist geradezu eine Manie bei ihr, jeden Tag auch immer wieder ihre Gedanken zu notieren, ihre Einsichten, ihre Erkenntnisse. Und auf diese Weise entstehen Texte, die sie immer wieder auch mit Aimé Chartier bespricht. Und dieser Philosoph Chartier hat deswegen für sie eine so prägende Kraft, weil es kein Philosoph ist, der in abstrakten Theorien und Denksystemen unterwegs ist, sondern der die Studenten und Studentinnen immer wieder einlädt, vom Leben her zu denken und von der Wirklichkeit, wie sie sich zeigt. Das ist etwas, was Simone Weil sehr fasziniert, und darin auch findet sie ihr großes Unbehagen gegenüber Kollektiven und Systemen abgebildet. Allerdings, Simone ist eine Studentin, die sehr viel im Kopf hat, oft aber nicht die Fächer, die sie zu lernen hätte, was zur Folge hat, dass sie gleich mal durch die Geschichtsprüfung durchfällt und noch ein Jahr weiter studieren muss. Ihre Biografen schildern Simone in dieser Zeit als auffallend und extrem nonkonformistisch. Sie hatte etwas Exzentrisches und ihre Mitstudenten geben ihr den Spitznamen der kategorische Imperativ im Unterrock.
Ihr Hang, eigene Einsichten absolut zu setzen und als die einzig gültigen zu werten, offenbart einerseits eine große Stärke von ihr, aber auch andererseits eine Schwäche, nämlich die Falle zur Einseitigkeit und zum ahistorischen Denken. Simone Weil konnte ohne Probleme quer durch die Jahrhunderte denken und Zusammenhänge herstellen, faszinierend, aber manchmal dann auch sehr einseitig und ohne differenzierter hinzusehen. Auf die Gleichaltrigen muss dieser exzentrische Zug an ihr eher abstoßend gewirkt haben, und so findet sie nicht leicht Kontakt zu Freundinnen oder Freunden. Und diese stachelige Außenseite, die sie oft zeigt, lässt ihr im Grunde weiches und leidenschaftliches Herz oft nicht wirklich zum Klingen bringen. In dieser Zeit gilt sie als antiklerikal und bezeichnet sich selbst als atheistisch. Die Gottesfrage ist eine, die sie nicht weiter beschäftigt, weil sie davon überzeugt ist, dass wir als einfache Menschen dazu gar keine hinreichende Antwort geben können. In ihrer autobiografischen Rückschau schreibt sie an Pater Perrin: Ich kann sagen, dass ich mein ganzes Leben lang niemals in keinem Augenblick Gott gesucht habe. Hierin liegt vielleicht auch der gewiss allzu subjektive Grund, warum dies ein Ausdruck ist, den ich nicht liebe und der mir falsch erscheint. Seit meiner Jugend war ich der Ansicht, dass das Gottesproblem ein Problem ist, dessen Voraussetzungen uns hienieden fehlen. Und dass die einzig sichere Methode, eine falsche Lösung zu vermeiden, was mir als das größtmögliche Übel erschien, darin besteht, es nicht zu stellen. Also stellte ich es nicht, ich bejahte weder noch verneinte ich. Diese bewusste Abkehr von der Gottesfrage führte sie hin zu einem umso stärkeren sozialpolitischen Engagement. Nach bestandener Prüfung kehrt Simone Weil 1931 nach Le Puy, wo sie als Philosophielehrerin unterrichtet. Und es ist ganz erstaunlich, dass sie diese im Grunde bürgerliche Laufbahn einschlägt, wo sie so sehr viele Vorbehalte gegen das französische Bildungssystem hat. Sie will ihren Schülerinnen eigentlich viel lieber als Zahlen und Geschichten, möchte sie ihnen ein Verständnis nahebringen für die Wirklichkeit, und zwar für die beunruhigenden Probleme der Gegenwart. Sie möchte in den Schülerinnen und Schülern das Faszinierende wecken, selber Fragen zu stellen, selber zu denken, sich die Phänomene der Wirklichkeit anzuschauen und nicht einfach nur Daten auswendig zu lernen. Die Schülerinnen wissen diese Art der Lehrkraft sehr zu schätzen. Die Eltern und die anderen Kollegen sehen das sehr kritisch und es wird mehrfach passieren, dass etliche Schülerinnen von Simone die Prüfungen nicht bestehen, weil Simone sie in gewisser Weise nur unzureichend vorbereitet. Aber Simone ist überzeugt, dass Bildung etwas ist, was den ganzen Menschen betrifft, und so engagiert sie sich in ihrer Freizeit auch unter den Arbeitern. Sie gibt unentgeltlich Kurse und liest mit Arbeitern Texte griechischer Literatur und Philosophie, weil sie überzeugt ist, wer sich der Bildung öffnet, der kann besser und mit weiterem Horizont dieses Leben gestalten. Und offensichtlich war sie auch eine kluge und gute Pädagogin, diese Inhalte so weiterzugeben, dass auch einfache Menschen sie verstanden haben. Es ist eines ihrer Grundsätze: wenn mich mein Gegenüber nicht versteht, dann liegt es an mir als Lehrkraft, dass ich nicht ausreichend klar die Dinge für mich selber verarbeitet habe, um sie einfach darstellen zu können. Neben diesen Kursen engagiert sich Simone auch für die sozialen Belange und Interessen der Arbeitergewerkschaften. Dies trägt ihr den Ruf als Kommunistin ein. Mit Argwohn wird ihr politisches Engagement und ihr unkonventioneller Lebenswandel betrachtet. Ihr vertrauter Umgang mit dem Arbeitermilieu, ihr burschikoses Auftreten, ihre Teilnahme an den Aufmärschen, bei denen sie in der ersten Reihe steht und die rote Fahne trägt, all das
wird ihr schlussendlich zum Verhängnis und sie wird vorgeladen vor den Direktor. Und das Missfallen äußert sich schlussendlich darin, dass sie von der Schule verwiesen wird und nach Auxerre strafversetzt werden wird. Nun könnte man denken, dieser Einsatz für die Arbeiter ist so eine Flause entstanden, so einfach aufzufallen oder sich lautstark zu Wort zu melden. Im tiefen Inneren ist die Motivation für diesen Einsatz eine ganz starke Solidarität mit den Menschen, denen sehr viel Unrecht widerfährt, die in oft ganz unwürdigen Arbeitsbedingungen leben, die keinerlei Sozialabsicherung haben, keinerlei Gesundheitsvorsorge, die keine Freizeiten haben und wo sie sich angesprochen fühlt, sich hier mit diesen Personen zu solidarisieren und für sie gesellschaftlich wirksam zu werden. Hier offenbart sich dieser Zug von Simone, der sie Zeit ihres Lebens ebenfalls begleitet, sich immer wieder auf die Seite der Schwächeren zu stellen. Ihre hochherzige Gesinnung drückt sich darin aus und eine ganz tiefliegende Sehnsucht, selber in Fühlung zu bekommen, was wir Wirklichkeit nennen. Sie ist sich durchaus bewusst, dass es so eine Versuchung für die Intellektuellen gibt, sich sozusagen weltflüchtend von der Wirklichkeit zu verabschieden und nur noch in abstrakten oder schönen Denkgebäuden unterwegs zu sein. Simone spürt diese Versuchung am eigenen Leib und versucht auf manchmal ganz hilflose, manchmal auch gelingende Weise dem gegenzusteuern. Authentische Solidarität ist für sie eine Befähigung zum Mitleiden mit Menschen, die ins Unglück geraten sind. Und wirklich Mitleiden, das entspringt einer wachen Aufmerksamkeit für den anderen. Es entspringt nicht dem Wunsch, mit möglichst vielen Ratschlägen das Unglück des anderen zu beseitigen, sondern überhaupt sich einzulassen auf das, was der andere spürt und erlebt. Und dazu braucht es ihrer Wahrnehmung nach die Qualität der Aufmerksamkeit. Und sie formuliert in einem berühmten Text, wo sie über die Aufmerksamkeit als Qualität des Studiums und als Qualität der Gottesliebe nachdenkt, dass diese Aufmerksamkeit auch der Stoff ist, aus dem die Nächstenliebe ist. Sie schreibt: Die Fähigkeit, einem Unglücklichen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, ist etwas sehr Seltenes und sehr Schwieriges. Sie ist beinahe ein Wunder. Sie ist ein Wunder. Fast alle, die diese Fähigkeit zu besitzen glauben, besitzen sie nicht. Die Wärme des Gefühls, die Bereitschaft des Herzens, das Mitleid genügen hierzu nicht. 1934 geht Simone einen weiteren ungewöhnlichen Schritt. Sie nimmt ein Jahr unbezahlten Urlaub, um in der Fabrik persönliche Studien zu treiben, wie sie sagt. Sie arbeitet dort in einer Fabrik in Paris, wo es Fließbandarbeit zu machen gilt. Und sie möchte nicht nur intellektuell für die Rechte der Arbeiter eintreten, sondern am eigenen Leib spüren und erfahren, wie es sich anfühlt, in dieser Wirklichkeit unterwegs zu sein. Möglicherweise erträumt sie sich an diesem Ort auch die Erfahrung, in Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit mit anderen Arbeiterinnen und Arbeitern zu leben und sich solidarisieren zu können, sozusagen bis in die eigene Existenz. Ihre Sehnsucht nach dem Kontakt zum wirklichen Leben ist so drängend, dass sie dabei ihre eigene Konstitution und ihre eigene Fähigkeit aus dem Auge verliert. Und so ist es eine Art Lebensexperiment, das sie wirklich an den Rand ihrer psychischen und physischen Kräfte führt. Man muss sich vorstellen, dass sie tagsüber wie alle anderen am Fließband arbeitet und am Abend reduziert wird auf das, was sie an Stückzahlen geschaffen hat. Und sie merkt dieses Tempo und dieser Wille, der von anderen auf einen selber aufgedrückt wird, entleert sie richtig innerlich und sie spürt, wie würdelos das für Menschen ist,
Und diese Erfahrungen, die sie tagsüber macht, die versucht sie nachts aufzuschreiben. Trotz ihrer manischen Kopfschmerzen und auch immer ihrer Denkmanie, die sie nicht unterbrechen kann, entsteht auf diese Weise ihr Fabriktagebuch, wo sie Menschen und Begegnungen festhält, Arbeitsleistung, aber auch Versagen und zwei große Themen eigentlich immer wieder umkreist, nämlich ihre Reflexionen über die Arbeit und die Bedeutung für den Menschen und die hereinbrechende Erfahrung des Unglücks. Ich glaube, diese Fabrikjahr kann man als das Herzstück ihrer Biografie verstehen und wo die Fühlung mit dem Unglück für sie noch einmal eine wichtige Dimension erfährt, neben dem körperlichen Unglück auch das psychische und das soziale Unglück, das sie erfährt. Sie betont, dass ihr in diesem Jahr das Unglück in Fleisch und Seele eingedrungen ist und sie dieses Experiment eigentlich dann krank beendet und mit den Eltern nach Portugal fährt. Die Eltern, die immer wieder schauen, wie es der Tochter geht und die ihr immer wieder helfen, Fuß zu fassen, nachdem sie sich verausgabt hat und ins normale Leben zurückzufinden. Die Zeit von 1936 bis 1943 könnte man als die mystisch-religiöse Phase Simone Weils bezeichnen. Ihr Engagement im sozialpolitischen Einsatz wird mehr und mehr zurückgedrängt. 1936 hat sie die Intuition, sie möchte am Spanischen Bürgerkrieg teilnehmen und sie setzt es sogar durch. Sie reist nach Spanien. Und dort ist man etwas erstaunt bis irritiert, was diese Frau hier eigentlich möchte. Aber sie möchte sich auf die Seite der Schwächeren stellen und kämpfen. Man weist sie dann an, in einem Küchenzelt zu arbeiten. Und Simone Weil hatte, was den Haushalt angeht, zeitlebens zwei linke Hände. Sie verbrüht sich mit heißem Öl den Fuß und muss schon nach 10 Tagen dieses Experiment wieder abbrechen. Was sie realisiert in dieser Zeit ist, dass es im Spanischen Bürgerkrieg nicht nur auf der einen Seite die Guten und auf der anderen Seite die Schlechten gibt, sondern dass es durchmischt ist und sehr viele Graufarben und dass auch die, die auf der guten Seite stehen, oft sich hinreißen lassen zu schrecklichen Taten und umgekehrt. Und so diese große Enttäuschung, dass das sozialrevolutionäre Engagement nicht wirklich Früchte trägt, das ist etwas, was sie einer neuen Erfahrungsdimension zukehrt. Und Simone sich mehr und mehr auch mit den Religionen befasst, unter anderem mit dem Christentum, aber auch mit dem Hinduismus, dem Buddhismus und anderen Mythologien. Aber das Christentum zieht sie ganz besonders in ihren Bann. Und es gibt 3 Berührungen, die Simone Weil in besonderer Weise mit dem Christentum in Verbindung bringt. Und das Erstaunliche an allen dreien, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, ist, dass in allen dreien die Dimension des Leidens eine Rolle spielt, aber auch die Dimension der Schönheit. Schönheit und Leiden als Spuren zur Gotteserfahrung. Die erste Erfahrung macht sie in Portugal, wo sie mit den Eltern im Urlaub ist. Und eines Abends geht sie in einem portugiesischen Fischerdorf spazieren und erlebt dort, wie die Einheimischen eine kleine Prozession organisieren und religiöse Lieder singen. Sie haben Kerzen entzündet und laufen am Ufer des Meeres entlang. Und Simone ist ganz ergriffen von diesem Bild und vor allem von der herzzerreißenden Traurigkeit dieser altüberlieferten Gesänge. Und sie erlebt diese einfachen Menschen, die ihren Glauben so Ausdruck verleihen. Und plötzlich spürt sie und ahnt, dass sie da dazugehört, weil auch sie sich so einfach, so erbärmlich und armselig fühlt. Und dass sie spürt, das Christentum ist vorzüglich, so formuliert sie es, die Religion der Sklaven. Und wenn sie hier das Wort der Sklaven nennt, dann
spürt sie, glaube ich, in besonderer Weise die Anhänglichkeit, die glaubende Menschen an diesen Christus, an diesen Gott haben. Eine Anhänglichkeit, die aussieht wie Abhängigkeit. Ja, der Sklave ist ja in einer Weise abhängig von seinem Herrn, wo das aber durch das Band der Liebe verbunden ist, da wird aus der Abhängigkeit eine Form der Anhänglichkeit. Und ich glaube, dass hier bei Simone so eine erste Ahnung entsteht, dass hier der qualitative Sprung sich formiert, dass diese Anhänglichkeit etwas mit einer Herzenskraft und Herzensbindung zu tun hat. Eine zweite Begegnung mit dem Christentum vertieft Simone Weils Faszination und bricht ihren atheistischen Widerstand weiter auf. Im kleinen umbrischen Städtchen Assisi lässt sie sich ergreifen von dem ganz und gar franziskanischen Geist dieser Landschaft, vor allem die Giotto-Fresken, die sie in sich aufnimmt, und die Atmosphäre der kleinen romanischen Kapelle Santa Maria degli Angeli aus dem 12. Jahrhundert. Und sie schreibt, dass sie, als sie dort sich aufhält, etwas, was unmittelbar größer ist als sie, zum ersten Mal auf die Knie zwingt. Sie hat das tiefe Bedürfnis, sich klein zu machen, ja tatsächlich sich zu unterwerfen vor diesem Gott, vor diesem Christus, und zu spüren, es ist eine Unterwerfung aus Liebe. Hier geht ihr zum ersten Mal die Dimension der christlichen Demut auf. Dass Demut etwas ist, nicht was den Menschen klein macht, sondern was ihm eine eigene Würde verleiht und was für Simone Weil genuin ein christlicher Begriff wird immer mehr und der sie ungeheuer fasziniert und anzieht, diese Demut. Aber erst die dritte große Berührung mit dem christlichen Geist ist es dann, der in ihren Augen zählt. Sie verbringt mit ihrer Mutter 1938 10 Tage in der Benediktinerabtei in Solem. Und sie schreibt rückblickend in ihrer spirituellen Biografie: Im Jahre 1938 verbrachte ich 10 Tage in Solem, von Palmsonntag bis Osterdienstag, und wohnte allen Gottesdiensten bei. Ich hatte bohrende Kopfschmerzen und jeder Schmerz, jeder Ton schmerzte mich wie ein Schlag. Und da erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, es in seinen Winkel hingekauert allein leiden zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte eine reine, vollkommene Freude zu finden. Ich brauche nicht eigens hinzufügen, dass im Verlaufe dieser Gottesdienste der Gedanke der Passion Christi ein für alle Mal in mich Eingang fand. Wieder diese eigenartige Verschmelzung von Unglück und Leiterfahrung mit einer unbegreiflichen Schönheitserfahrung. Ein junger Engländer eröffnet ihr in diesen Tagen das Gebet Love von Church Herbert, und Simone sagt es während ihrer bohrenden Kopfschmerzen immer wieder auf und ist fasziniert einfach vom Klang dieser Worte und von der Schönheit dieses Textes, der von der Liebe handelt, von der Liebe, die dem armseligen Menschen den Tisch deckt und mit ihm Brot und Wein teilt. Nicht von ungefähr spüren wir hier Motive der Eucharistie. Und Simone sagt diesen Text auf und wird später begreifen, dass das für sie eine erste Spur hin zum Gebet war. Simone hat sich immer untersagt zu beten aus Angst vor Autosuggestion. Und neben diesem Gedicht von George Herbert wird sie auch das Salve Regina auswendig lernen und auch das Vaterunser und wird immer wieder versuchen, im Geist einer vollkommenen Aufmerksamkeit diese Texte zu sprechen. Und auf diese Weise entdeckt sie die Erfahrung des Gebetes. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 bewirkt bei Simone und ihrer Familie, dass die Familie ausreisen muss. Sie flüchten zunächst nach Marseille. Simone kann keinen Schulunterricht mehr
wahrnehmen, zum einen aus Gesundheitsgründen, zum anderen, weil sie als Jüdin keine Stelle mehr zugewiesen bekommt. Diese letzten Monate in Marseille sind für ihn sie nochmal entscheidende Monate. Zwei Freundschaften entstehen hier, die eine zu Gustave Thibon, ein Philosophenfreund, der einen Weinberg und eine kleine Landwirtschaft besitzt und bei dem Simone phasenweise lebt und den sie auch mit ihrer Händearbeit unterstützt, mit dem sie viele philosophische Gespräche hat, mit dem sie das griechische Vaterunser auswendig lernt und der sie sehr inspiriert und auch anregt, über dieses Leben nachzudenken und ihre Philosophie auch weiter voranzutreiben. Die andere Begegnung, ein erblindeter Dominikaner, Pater Perrin, den sie immer wieder in dessen Kloster in Marseille aufsucht, mit dem sie ins Gespräch geht und Pater Perrin, der tief berührt ist von dieser jungen intellektuellen Frau, die so existenziell ringt und immer wieder nach dem Glauben fragt. Pater Perrin ist der Erste, der für sie auch mal die Frage nach der eigenen Taufe stellt. Und es ist für Simone der Anlass, darüber nachzudenken, wie denn ihr Verhältnis auch zur Kirche ist. Und sie wird sich damit sehr viel auseinandersetzen und schlussendlich sich für das Verbleiben auf der Schwelle entscheiden. Simone hat eine tiefe Sehnsucht nach den Sakramenten gespürt. Sie hat oft in Marseille auch Kirchen aufgesucht, sich in aller Stille dort vor dem Allerheiligsten aufgehalten. Und gleichzeitig gab es so viele Dinge, die sie gegen die Kirche eingenommen haben, dass sie es als ihre intellektuelle Redlichkeit erkannt hatte, dieser Kirche nicht beizutreten, sondern auf der Schwelle zu verharren. 1942 kann die Familie nach Amerika ausreisen und Simone spürt schon auf dem Schiff, wie sehr es sie eigentlich verletzt, ihr eigenes Heimatland zurücklassen zu müssen. Sie hat den tiefen Impuls für ihre Gemeinschaft in Paris, in Frankreich, sich zu engagieren. Und so beschließt sie schon auf dem Schiff eigentlich, sobald sie in Amerika angekommen ist, alles zu versuchen, auf dem europäischen Weg wieder zurückzukehren, um für ihr Land etwas tun zu können. In New York erlebt sie einige Monate auch christliche Gottesdienste, vor allem die Gottesdienste der Schwarzen, inspirieren sie sehr. Sie liebt die Musik, die Gospelmusik und auch die kraftvolle Heiterkeit der Schwarzen, der Black People, und das regt sie sehr an und dennoch entscheidet sie sich zur Distanz. Sie schreibt an einen dortigen Ordensmann ihre Vorbehalte gegen die Kirche und es ist in einem kleinen Büchlein veröffentlicht mit dem Titel Entscheidung zur Distanz. Simone kehrt dann Ende des Jahres nach England zurück und versucht von dort aus nach Frankreich weiterzureisen. Sie verkehrt dort mit anderen Widerstandskämpfern und man kann mit dieser Frau nicht viel anfangen, denn sie hat ganz verrückte Ideen. Sie möchte als Fallschirmspringerin für ihr Land wieder nach Frankreich einfliegen und möchte dort an vorderster Front kämpfen. Und man spürt, dass die Frau einfach ein bisschen verrückt ist und man sagt zu ihr, sie soll sich in ein Büro setzen und soll sich mal Gedanken machen, was aus Frankreich werden soll, wenn der Krieg zu Ende ist. Und Simone macht das und in diesem Zusammenhang entsteht ihr letztes großes Werk, L'Enracinement, die Einwurzelung, in der sie dem tiefsten menschlichen Bedürfnis der Verwurzelung nachspürt und sagt, in einem Frankreich der Nachkriegszeit muss diesem Bedürfnis des Menschen auf ganz neue und sehr bewusste Weise Rechnung getragen werden. Sie schreibt, die Verwurzelung ist vielleicht das wichtigste und meist verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Und anhand dieses Bedürfnisses versucht sie, ein Bild zu entwerfen, menschlicher Rechte und Pflichten, das sie in diesem letzten Werk zusammenfasst. Der Gesundheitszustand von Simone Weil hat sich zu dieser Zeit schon weiter verschlechtert. Neben ihren dauerhaften chronischen Kopfschmerzen, ihrer schwachen Gesundheitskonstitution und ihrem immer viel zu wenigen Essen.
Es ist ein Zug an ihr, der sie auch Zeit ihres Lebens begleitet. Wir könnten heute sagen, Simone Weil hat an Magersucht gelitten. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht mehr zu essen als die Tagesrationen ihrer Landsleute in Frankreich. Sie hat sich das abgespart, um ihre Solidarität auch auf diesem Wege auszudrücken. Und all dieses führt letztendlich zu ihrem frühen Tod am 24. August 1943. Sie stirbt in Ashford in Kent, gerade 34 Jahre alt. Vielleicht ganz kurz noch die Frage der Taufe. Es gibt Biografen, die sagen, Simone Weil hat sich in den letzten Tagen im Krankenhaus durch eine Freundin noch taufen lassen. Das ist nicht bestätigt, es bleibt Spekulation. Was ganz sicher ist, ist, dass neben der Wertschätzung für die Sakramente der Kirche in Simone bis zum Schluss die Vorbehalte geblieben sind gegenüber dieser Kirche und sie letztendlich gespürt hat, diese Kirche grenzt aus und diese Kirche ist nicht katholisch in einem umfassenden Sinne, wie es Simone Weil verstanden hat. Ich würde die Frau Probst bitten, jetzt noch einmal die vorletzte und die letzte Folie einzublenden, damit wir die Werke von Simone noch einmal kurz anschauen. Es gibt die Cahiers, die Aufzeichnungen. Simone hat immer auch Tagebuch geschrieben und die sind in einer losen Folge seit 1993 auch ins Deutsche übersetzt worden. Ein weiteres wichtiges Werk, das Unglück und die Gottesliebe. Die vorchristliche Schau, das schon erwähnte Fabriktagebuch. Dann dieses kleine Heftlein Entscheidung zur Distanz, Fragen an die Kirche, wo sie in einer erstaunlich hellsichtigen Weise bereits in den 40er Jahren Punkte benennt, die die Kirche betreffen, die dann im Zweiten Vatikanum eine wesentliche Rolle gespielt haben. Da hat sie also wirklich auch eine prophetische Ader bewiesen. Wie schon erwähnt, die Einwurzelung und dieses Büchlein Schwerkraft und Gnade, das ich zu Anfang genannt habe, ist kein Buch, das sie selbst herausgegeben hat, sondern es ist eine Zusammenfassung von Aphorismen, könnte man sagen, die ihre beiden Freunde, Pater Perrin und Gustave Thibon, 9 Jahre nach ihrem Tod zusammengestellt haben und thematisch geordnet haben. Und es ist sozusagen das erste Werk, das herausgekommen ist, durch das sie überhaupt bekannt wurde. So viel vielleicht zu ihren eigenen Schriften und jetzt noch ein paar Hinweise zur Literatur zu ihr. Es gibt ein wunderbares kleines Büchlein von Angelika Krugmann aus dieser Reihe der Rororo-Bildmonographien. Es ist schon von 1970, also schon eine Weile alt, aber ich finde es immer noch ausgezeichnet, eine sehr gute Zusammenschau des Werks von Simone, ihrer Persönlichkeit und ihrer biografischen Stationen. Simone Petremer, eine Freundin von Simone, hat wohl die umfangreichste Biografie geschrieben, die seit 2007 auch im Deutschen erhältlich ist. Otto Beetz hat sich sehr verdient gemacht, indem er einzelne Texte von Simone zusammengestellt hat, in diesem Büchlein Aufmerksamkeit für das Alltägliche und diese Texte auch kommentiert und zugänglich macht. Dann das Büchlein Zeugnis für das Gute, wo auch nochmal Texte der Spiritualität von Simone Weil zusammengefasst sind. Und schlussendlich noch meine Dissertation, die Professor Haslinger zu Beginn schon erwähnt hat, Weltliebe in gespannter Existenz. Und vielleicht jetzt ganz zum Schluss doch, Frau Probst, noch dieses Zitat, das ich, genau, das ist nochmal so ein Zitat, das ich sehr sprechend finde. Simone hat neben allem Glauben und die Beschäftigung mit den Religionen, das hat sie alles sehr, sehr fasziniert, aber sie war nicht minder fasziniert von der Schönheit der Welt, von der Musik, von der Kunst, von der Freundschaft. Und sie hat in diesen Dingen fast etwas Sakramentales gesehen. Sie verwendet dafür den Begriff der impliziten Gottesliebe. Und es ist in diesem Zitat vielleicht nochmal schön auf den Punkt gebracht, das möchte ich noch mal zum Abschluss lesen.
Schließlich ist die Berührung mit Gott das wahrhafte Sakrament. Aber man darf nahezu sicher sein, dass die, bei denen die Gottesliebe die anderen irdischen Formen der reinen Liebe zum Verschwinden gebracht hat, falsche Freunde Gottes sind. Der Nächste, die Freunde, die religiösen Bräuche, die Schönheit der Welt sinken nicht etwa zu unwirklichen Dingen herab, nachdem die unmittelbare Berührung zwischen der Seele und Gott stattgefunden hat. Im Gegenteil, das alles wird dann erst wahrhaft wirklich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Dr. Winter, vielen Dank für diesen Vortrag. Die Vorstellung einer faszinierenden Gestalt, einer vielschichtigen und höchst schillernden Gestalt, wobei der Begriff schillernd hier ja keineswegs, wie man oft ihn auch gebraucht, oberflächliches Schillern bedeutet, also ein gefälliges, narzisstisches Schillern ist, sondern ein höchst tief in die Persönlichkeit greifende, wurzelnde und offenbar die Person auch ja, an die Grenzen bringende Schillern war. Vielen Dank dafür. Wenn Sie erlauben, darf ich noch ein paar Nachfragen stellen zur Klärung mancher Dinge oder um ein paar Punkte noch weiter auszuführen. Zunächst hätte ich eine Verständnisfrage oder eine Informationsfrage zu Ihrem Vortrag. Sie sprachen im biografischen Überblick davon, dass Simone Weil mystische Erfahrungen hatte. Sind damit die drei Christentumsverbindungen gemeint, die Sie dann später ausgeführt haben? Ich würde sagen, in diesen drei Berührungen kristallisiert sich so etwas heraus. Es gibt aber auch andere Texte von ihr, die darauf schließen lassen, dass Simone Weil, wie wir sagen könnten, mystische Erfahrungen gemacht hat. Sie ist sehr sparsam mit diesem Wort umgegangen. Vielleicht eine herausragende Rolle spielt der sogenannte Prolog. Das ist ein Text, den sie zweimal in ihren Tagebüchern abgeschrieben hat, in dem sie die Begegnung mit einem Unbekannten schildert, der sie in einer hässlichen, banalen Mansarde aufsucht und der zu ihr kommt, sich zu ihr setzt und mit ihr Brot und Wein teilt. Und als sie sich gerade daran gewöhnt hat, dass er bei ihr ist und ihr auch zu verstehen gibt, dass er sie liebt, ist er plötzlich wieder verschwunden. Und es bleibt zurück der banale Alltag dieser hässlichen Bahnhofsmansarde. Das ist ein Text, der ihr, glaube ich, sehr wichtig war und man könnte ihn als wirklich auch ein mystisches Herzstück ihrer Biografie lesen, ohne dass der Begriff oder der Name Christus fällt. Das heißt, es handelte sich bei zumindest bei dieser Prologschilderung, so wie ich sie verstanden habe, tatsächlich um eine, also nicht um ein reales Geschehen, also in dem ein real existierender Mensch dann zu ihr ins Zimmer kam und sich hinsetzte, sondern um eine ja, visuell erlebte, nicht materielle Erscheinung. So habe ich es in den Biografien gefunden, wiewohl das auch in einer gewissen Weise im Offenen bleibt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass ihr eine Begegnung geschenkt wurde, die diese Qualität angenommen hat. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen. Also ich frage da deswegen so nach, weil aus verschiedenen anderen Arbeitszusammenhängen mir das Problem bekannt ist, wie wir Christen eigentlich unsere Mystik zu verstehen haben. Wenn das Wort Mystik fällt, kommen ja bei vielen eben Vorstellungen einer gewissen religiösen
Virtuosität, also aufsehenerregende, intensive Erlebnisse der besonderen Art, auch gegebenenfalls der elitären Form, mit der Gefahr, dass es dann eben auch zu entsprechenden Abwertungen einer quasi normalen, alltäglichen, nur normalen Religiosität kommt. Und das lässt mich eben fragen, wenn man Simone Weil mit als Mystikerin bezeichnet, in welche Gestalt, in welche Form, Qualität von Mystik man bei ihr denken muss. Ja, ich meine, das ist ein weites Feld und Simone Weil selber hat sich nie als Mystikerin bezeichnet. Das sind natürlich auch, ich sage mal, Etiketten, die wir nachträglich so aufkleben. Aber was für mich, wenn wir schon dieses Wort authentisch bemühen wollen, was für mich authentisch wirkt, ist, dass sie diesen Weg in dem Sinne nicht gesucht hat, sondern wirklich ergriffen wurde. Und das ist für mich schon, gehört für mich zu den Echtheitskennzeichen, wenn jemand, und ich meine, das spürt man bei ihr durch alle Texte hindurch, sie ist wirklich eine Ergriffene. Und ihr wurden Erfahrungen geschenkt. Sie sagt es auch einmal gegen Ende ihres Lebens, in meinem Herzen oder in meiner Seele wartet ein Goldgrund und ich weiß nicht, woher er kommt, woher die Gedanken kommen, die sich in mir niederlassen. Und das finde ich, ist für mich so ein Indiz, wenn jemand, ich sag mal, in der Hand eines Größeren ist oder über sich hinaus weist. Und nicht sich selbst verkündet sozusagen. Wäre es angemessener oder überhaupt angemessen, wenn man denn eine Kennzeichnung für sie suchen möchte, sie im allgemeinen Sinn des Wortes als Philosophin zu bezeichnen? Ich frage deswegen nach, weil ich mir auch notiert habe, eine interessante Stelle, als Sie berichteten, sie arbeitete mit Arbeitern in der Form, dass sie, wenn ich es recht gehört habe, antike griechische Texte mit ihnen las. Ja. Da stockt man natürlich zunächst ein bisschen und überlegt, ob das Arbeiter brauchen. Ja. Natürlich, und ich fragte mich auch, was die da getan haben, was die sich gedacht haben, die Arbeiter mit einem, was weiß ich, einem Homer oder einem Platon. Aber die Antwort haben sie ja insofern gegeben, als sie sagten, Simone Weil habe eben das auf der Grundlage ihres Verständnisses von Bildung gemacht und Bildung für gerade für die Arbeiter als wichtig erachtet. Da wird das nachvollziehbar. Aber jetzt nochmal, das hat sie offenbar aus ihrer Identität, ihrer Kompetenz als Philosophin heraus gemacht. Und so wäre meine Frage, ist das so ihre Sammelbezeichnung des Vielschichtigen, was sie gemacht hat? Sie meinen die als Philosophin? Die Philosophin. Ja, ich glaube, dass es das am ehesten trifft oder dass sie damit, also dass viele Bereiche da abgedeckt sind. Und was Sie ansprechen, man hat Simone Weil schon manchmal auch vorgeworfen, dass sie Menschen einfach überschätzt, weil sie zu sehr aus ihrer eigenen Bedürftigkeit heraus auf Bildung geschaut hat. Aber Simone war überzeugt, dass gerade in den Mythen und in den Geschichten und Erzählungen sehr viel Alltagsweisheit gesammelt ist. Und von daher hat sie es als ihre Aufgabe verstanden, den Arbeitern einen weiteren Horizont zu vermitteln, in dem sie auch ihr Leben wiederfinden können. Und da hat sie sicher manche auch überschätzt, aber ich finde, es war auch ein Stück Idealismus dabei, darauf zu vertrauen, dass Bildung Menschen weiterführt und ihnen eben einen größeren Horizont erschließt. Ich möchte noch von dieser Frage nach ihrer Identität, nach ihrem Selbstverständnis auf eine andere Frage zusteuern, die mich bewegt oder die ich
an ihr ja interessant finde. Wie bei so vielen Gestalten unserer Vorlesungsreihe wird auch hier bei Simone Weil deutlich, dass das, was wir so in unserem Gesamttitel selbstverständlich, als ob es gar nichts Klareres gäbe, von Denkerinnen und Denkern des Glaubens sprechen, dass das gar nicht so eindeutig ist, dass zumindest diese Signatur bei den Personen, die wir hier kennenlernen, jeweils höchst unterschiedlich zu denken ist. Dass überhaupt keine einheitliche Gestalt von Glaube ist und dass wir eigentlich auch sehr vorsichtig sein müssten, damit diese Personen, wie jedwede Person, so dann einfach als gläubige Menschen zu identifizieren, weil das ja nochmal auch ein Recht der jeweiligen Person ist, ihre eigene Gestalt da zu finden. Was wäre bei ihr das, was wir als Glaube bezeichnen? Ich frage auch im Hinblick so auf dieses Schillernde, Sie haben es geschildert, sie stammt aus einem liberal-jüdischen Elternhaus, die aber eigentlich gar nicht jüdisch praktizierten, also es war dann letztendlich ein eher agnostisches Haus und sie wurde sogar auf die Spur gebracht, sich da eher im atheistisch-agnostischen Sinne mit philosophischen Fragen zu beschäftigen. Und zugleich gab es dann dieses erwachende Interesse am Christentum, zu dem sie aber auch zumindest in ihrer institutionellen Gestalt Distanz hielt. Was war das, was wir, wenn wir es denn wollten und dürften, als ihren Glauben identifizieren können? Also ich würde so in aller Vorsicht sagen, dass das schon diese Beziehung zu Christus ist in der Wahrnehmung von Simone Weil, dass sie darum gerungen hat und dass sie das, was sie als implizite Gottesliebe nennt, dass sie den Zugang durch die Schönheit der Welt, durch Kunst, durch Vollkommenheit, durch das Gute an sich, fast, man könnte sagen, in platonische Richtung gedacht, dass sie das mit ihrem Glauben verbunden hat. Und dass sie durchaus Ausdrucksformen geschätzt hat, wie etwa, wie ich geschildert habe, die Prozession dieser Fischer in Portugal, dass es diese Zeremonien und Bräuche, die sie übrigens auch in anderen Religionen durchaus sich angeschaut hat und die sie angesprochen haben, dass sie das geschätzt hat. Und dass es, ja, ich würde das mit dem einfachen Wort Existenzhingabe vielleicht beschreiben. Ohne dass sie allzu konturenreich genau schildert, was es denn jetzt ist, woran sie sich festhält. Vielleicht passt dazu gerade eine Frage, die aktuell reingekommen ist von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin. Die Person, die Zuhörerin oder Zuhörer fragt, sie hätte eine Frage aus einem persönlichen Forschungsinteresse, nämlich in Bezug auf das Verhältnis von Simone Weil zu den anderen französischen Gestalten, Albert Camus und Jean-Paul Sartre. Können Sie dazu etwas sagen, wie sie zu denen stand oder wie sich ihre Beziehung zu diesen oder ihre Aufnahme dieses Denkens des Existenzialismus gestaltete? Also nach meiner Kenntnis hat sie zu beiden nur lose Kontakt gehabt, gab es jetzt keine besondere Verbindung. Ich glaube, Albert Camus hat sie sicher auch gelesen und Sartre, aber meines Wissens gab es jetzt nicht die sehr nahen Berührungen von beiden. Wenn man denkt, Simone Weil ist 43 ja schon gestorben,
Also das müsste man im Einzelnen nochmal nachschauen, aber wenn die Person, die da Forschungsinteresse hat, in den Cahiers, in den deutschen Ausgaben, ist hinten auch immer ein sehr detailliertes Personenregister, da ließe sich sicher Camus und Sartre auch nachschauen. Also vielleicht anhand von Zitaten, die Simone aufgenommen hat. Danke. Die Teilnehmerin wird sich sicher freuen auf über den Hinweis. Ich möchte unser Gespräch zum Schluss noch auf einen letzten Blick letzten Aspekt lenken, der mir persönlich wichtig ist. Ich habe es mit dem Zitat in meiner Einführung schon angedeutet. Das Motiv des Abstands, der Distanz. Auch in Ihrem Vortrag kam das ja des Häufigeren vor. Sie verwiesen auf Simone Weils Buch Entscheidung zur Distanz. Sie berichteten von dieser Begegnung mit dem, wenn ich es recht verstanden habe, Pater Marin, der ihr die Frage stellte nach ihrem Verhältnis zur Kirche, worauf sie es eben erklärte, dass das Bleiben auf der Schwelle, so formulierten sie es, also das Innehalten in einem Abstand zur der gemeinten Sache, ein Akt ihrer intellektuellen Redlichkeit sei. Was hat es mit diesem Motiv des Abstands bei ihr auf sich? Ist das eben nur ein Ergebnis ihrer intellektuellen Beschäftigung mit den jeweiligen Sachen, Kollektiven, Erscheinungsformen in ihrem Umfeld? Oder ist das auch bei ihr ein Wesenszug gewesen, dass sie als Persönlichkeit einfach auf Distanz blieb, also eine distanzierte Person war? Ja, da will ich jetzt sehr vorsichtig antworten. Also ich glaube, dass es zunächst in ihren intellektuellen was sie kirchlicherseits eben nicht akzeptieren konnte, und da wollte sie Abstand halten oder musste Abstand halten. Sie war wohl auch von ihrer Persönlichkeit jemand, die nicht schnell Freundschaften geschlossen hat, die für viele auch ein bisschen merkwürdig erschien. Also bis hin zur eigenen Familie, letztendlich wusste man nicht, was diese Frau wirklich umtreibt. Also auch die Eltern nicht und auch der Bruder. Es gibt diese Episode, dass sie als junges Mädchen, es kam ein Gast zu Besuch, und sie war ein wunderschönes kleines Mädchen, also wirklich feine Gesichtszüge, und der hat sie geküsst zum Willkommen, und sie ist schreiend davon gelaufen und hat sich sofort das Bedürfnis gehabt, sich zu waschen. Also wo jetzt manche Psychologen gefärbte Einlassungen sagen, ja, sie hatte Probleme mit Nähe, man kann das so deuten. Es ist sicher ihrem Wesen auch eingeschrieben. Aber ich würde, also was ich an ihrem Blick auf die Distanz sehr schätze, ist, dass sie der Versuchung widersteht, das, was sie liebt, zu vereinnahmen, indem sie sich sozusagen das Ganze greift. Und ich finde, es gibt ein schönes Bild aus der Musik, der Dominant-Sept-Akkord. Der Dominant-Sept-Akkord ist ein Ton, der voller Spannung ist und eigentlich zur Auflösung hinstrebt. Und man hat eigentlich innerlich keine Ruhe, bis wirklich dann der volle Klang ertönt. Und die Simone Weil ist für mich so ein Dominant-Sept-Akkord geblieben. Die Auflösung steht noch aus, aber sie hat die Begabung gehabt, auch Spannungen auszuhalten und viel Raum zu lassen. Also ich finde das gerade in der momentanen Diskussion, wo wir miteinander mit Abstand begegnen sollen, es heißt ja eigentlich nicht, dass es unsere Verbundenheit schmälert, sondern da ist ein Raum zwischen uns und die Frage, wie füllen wir den? Und kann auch das voller Leben sein? Mhm. Also es ist etwas, was ich auch bei dem Abstand von Simone Weil lese. Frau Dr. Winter, vielen Dank für dieses Gespräch. Sie haben nochmal vieles klären können
und noch zusätzliche Informationen geboten. Für mich selber, wenn ich das darf, darf ich so eine kleine Quintessenz oder ein Partikel rausnehmen für die Frage unseres Untertitels, was jetzt diese Denkerin des Glaubens uns heute zu sagen hat. Das hat auch nochmal mit diesem Abstand, der Distanz, dem Stehen auf der Schwelle zu tun. In der Kirche und in der Theologie haben wir ein Problem, denke ich, damit in unserer Zeit die vielen Menschen wahrzunehmen, die auf Abstand gehen zu diesem Glauben, zu dieser Institution der Kirche. Wir erleben das als Enttäuschung oder als Misserfolg oder als Untreue, wie immer die Bezeichnungen dafür lauten. Und ich denke, dass dann der Hinweis, dass dieses Stehen, dieses Verbleiben auf der Schwelle, dieses Setzen eines Abstands, den Simone Weil für sich betrieben hat, ja, uns lehren kann, dass das nicht Verneinung, nicht Absage bedeutet, sondern so, wie es bei anderen Menschen ein Akt der intellektuellen Redlichkeit ist, fest zu glauben und sich in eine Kirche, in eine Gemeinschaft tief hineinzubegeben und voll zu identifizieren, es auch Menschen gibt, bei denen es ebenso ein gleichrangiger Akt der intellektuellen Redlichkeit ist, weil sie eben andere Menschen sind, dass sie auf diesem Abstand bleiben und dass deswegen ja nichts Negatives, nichts Destruktives ist, sondern etwas Konstruktives. Mhm. Vielen Dank für Ihren Vortrag und Ihre Lehrstunde in Sachen des Glaubens. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich darf Sie, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer auf den nächsten Vortrag verweisen. Auch eine Gestalt aus dem französisch-belgischen Bereich kommt dran, Marie-Dominique Genu. Ich wiederhole mich, faszinierende Gestalt. Sie kommt nicht ungefähr auf die Liste der Denkerinnen und Denker, die uns heute etwas zu sagen haben. Ich möchte nicht vorgreifen. Zu uns sprechen wird erneut jemand, der sich damit mit dieser Person sehr intensiv beschäftigt hat, Professor Michael Kwiecinski. Nächsten Montag am 24. Januar wieder um 18 Uhr an dieser Stelle. Für heute darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen einen schönen Abend wünschen. Auf Wiedersehen.